bin Gary Jenkins und hallo an alle meinen YouTube-Fans da draußen. Heute male ich ein kleines Mohnblumenbild und wir schauen uns erstmal die Leinwand an, was ich schon vorbereitet habe. Ich habe ein bisschen schwarz und weißes Acryl genommen und erstmal die ganze Leinwand grau gemalt. Und dann habe ich ein bisschen schwarz genommen, nachdem das Grau trocken war, und nochmal drüber gemalt. Und mit einem feuchten Papiertuch hier und da drauf getupft, um eine Textur zu bekommen. Und hier und da ein bisschen hellere Flecken. Das sieht ein bisschen anders aus als normal. Und jetzt nehme ich wieder mein Papiertuch und etwas gelb und verdünner, damit wir eine warme Farbe im Hintergrund haben. Man kann natürlich jede andere Farbe nehmen, aber vielleicht auch orange, aber einfach nur einen Hauch einer warmen Farbe. Hier noch ein bisschen hin. Hauptsache, diese Farbe bleibt transparent. Ihr könnt auch lila benutzen, welche Farbe auch immer euch gefällt. Das könnt ihr selber entscheiden. Lila würde auch gut aussehen. Und wir malen dieses Bild mit unseren nagelneuen Farben, den Pigment Power Farben. Ich zeige euch mal das Farbset. Es sind 14 Farben. Alle Farben, die man braucht, sind da drin. Und der Unterschied zwischen dieser und normalen Farben ist natürlich, dass mehr Pigmente drin sind. Und damit leuchten die Farben mehr, als sie billigen. Und ich zeige euch auf diesem Bild, warum das wichtig ist und wie das eure Bilder zu Hause beeinflussen wird. Wir machen ein Mohnblumenbild. Wir nehmen etwas verdünner. Und das ist, was für eine Farbe? Das ist Magenta. So, und wir malen eine Mohnblume. Guckt mal, wie schön das aussieht. Selbst der Hintergrund guckt nicht durch. Das ist super. Wenn ihr eine Mohnblume oder eine Rose malt, der Start ist immer der gleiche, der Anfang. Erstmal eine Grundfarbe und dann setzen wir etwas dunklere Farbe ins Zentrum. Und die Mohnblume ist eine schöne Blume zum Üben, besonders für Anfänger. Weil es ist letztlich die Grundblume. Ich arbeite hier mit einem 1/2-Inch-Pinsel. Unsere Pinsel sind synthetisch und wenn ihr sie gut behandelt, dann habt ihr ewig Freude daran. Dann kommen wir mit der nächsten Schicht. Bitte jetzt kein Medium mehr benutzen, nur reine Farbe. Die Mohnblume hat schöne große Blätter. Und vielleicht noch ein zweites hier. Seht ihr das? Und jetzt nochmal, wir haben diese Farben mit viel Pigment, deswegen leuchten die wunderschön. Und sie decken auch schön, wie hier gut zu sehen. Wenn ihr noch mehr Akzente wollt, dann nehmt etwas mehr Weiß dazu. Und nochmal, das ist die Blume, die am einfachsten zu malen ist und dementsprechend zum Üben am besten geeignet. Und wenn ihr die beherrscht, dann könnt ihr euch an andere Blumen trauen. Ja, die Königin der Blumen ist natürlich die Rose, die ist die schwierigste. Und was wir jetzt hier machen, sind so kleine Filmchen für YouTube, so kleine Quickies, einfach für euch zu Hause. Damit ihr was habt, wo ihr euch orientieren könnt, wo ihr üben könnt und wo ihr mit spielen könnt, weil es auf YouTube ist, könnt ihr es jederzeit angucken, wie ihr wollt. Seht ihr, wie schön dunkel ich das hier im Zentrum mache? Ein bisschen Cadmiumrot. Und vielleicht ein paar kleine Fäden rausziehen. Und ich male diese Mohnblumen schon seit Jahrzehnten und sie werden mittlerweile von vielen Leuten kopiert, aber es ist eine Blume, die wirklich nicht so existiert, sondern es ist schon etwas interpretiert. Es gibt Island-Mohnblumen oder Himalaya-Mohnblumen, die sehen etwas anders aus, aber die hier, als ich angefangen habe vor ein paar Jahren,
habe ich festgestellt, das ist eine schöne zum Üben. Solche Blumen, wie wir sie malen, direkt gibt es nicht draußen in der Natur. Nehmen wir etwas Rosa, setzen ein paar kleine dunkle Akzente. Dann nehmen wir etwas Grün und Gelb, um vielleicht noch ein Blatt anzudeuten. Ihr könnt natürlich noch viel mehr da reinmalen im Hintergrund. Wir wollen jetzt hier nur ein paar kleine Kurzfilmchen für euch produzieren, damit ihr einen Eindruck kriegt, wie man sowas machen kann, auf eine relativ schnelle Art und Weise. Ihr könnt euch zu Hause natürlich so viel Zeit nehmen, wie ihr braucht und das Bild ganz in Ruhe ausarbeiten, vervollständigen. Das hier ist nur ein Beispiel für die Technik. Wir werden immer mal wieder so ein paar kleine Filmchen auf YouTube stellen für euch. Seht ihr diesen Schwung hier in den Blättern? Vielleicht noch ein paar hier. Das ist ein relativ einfaches Mondbild mit ein paar Blättchen drin. Ein ganz einfaches Bild. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Guckt euch das ein paar Mal an und dann versucht es einfach selber mal. Danke fürs Zuschauen und ich sehe euch vielleicht beim nächsten Mal bei so einem kleinen Clip. Tschüss.